Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist wieder euer Tastenhauer zurück in Imperium's Greek Wars und zurück in einer neuen Staffel. Wie ihr jetzt nun feststellen könnt, ist das Spiel in einen anderen Slot übergegangen, weil die erste Staffel doch sich sehr großer Beliebtheit erfreut hat. Und dann habe ich mich gleich spontan entschieden, den Platz hier mit Humankind einzutauschen, einfach weil mehr Leute zuschauen. Und ich glaube, dass das langfristig oder mittelfristig zumindest auch erstmal so bleiben wird, und da möchte ich euch ein bisschen was zurückgeben und euch mehr Folgen in der Zeit, in der es erscheinen kann, eben auch bringen, denn in diesem Slot, wo Imperium's Greek Wars jetzt drin ist, kommt es alle 2 Wochen. Ursprünglich war es ja in einem Startslot, in dem es sonst alle 3 Wochen nur hätte erscheinen können mit jeweils 5 Folgen, und so kommen wir hier ein bisschen besser nochmal voran. Und ich glaube, es interessiert euch auch, denn dieses Spiel, das ist sehr, sehr ungewöhnlich für ein 4X-Spiel. Und hat wirklich ganz interessant designte Mechaniken. Der Entwickler, Pavel heißt er, von Cube Games, also der Hauptentwickler, der die ganzen Mechaniken designt hat und das ganze Game Design eigentlich gemacht hat, der hat sich bei mir auch schon in den Kommentaren hier gemeldet auf YouTube und ist selber auch ganz engagiert. Das macht er auch bei anderen Let's Plays, guckt sich die tatsächlich an und versteht offenbar auch mein Deutsch, zumindest zu einem gewissen Grad. Und er sei an dieser Stelle nochmal herzlich von mir auch begrüßt. Finde das eine tolle Sache. Ich kann ihn also auf Discord und sonst wo jederzeit anschreiben, wenn ich mir bei irgendwas nicht sicher bin oder irgendwas noch nicht verstanden habe oder so. Und er hilft einem da gleich aus und kann Dinge erklären, die vielleicht auf den ersten Blick noch nicht ganz so selbsterklärend sind. Eine ganz tolle Sache. Wir sind jetzt also zurück bei den Karthagern und es gibt wieder einiges, was wir tun können, auch wenn wir uns wahrscheinlich noch nicht so schnell in den Krieg begeben werden. Zumindest glaube ich das nicht. Aber wir bereiten uns ja eben auf den Krieg mit Hellas vor, mit den griechischen Stadtstaaten. Und dazu müssen wir hier auf Sizilien dann militärisch aktiv werden. Bevor wir das tun, wollen wir aber unsere Mission nicht ignorieren, hier möglichst noch kleine Partner zu aktivieren und mit ihnen Militärverträge abzuschließen. Das ist nach wie vor noch nicht möglich im Bereich der Diplomatie. Wir haben ja schon eine sehr, sehr gute Beziehung zum Beispiel mit Sparta, aber sowas wie hier Waffenbrüder oder Verteidigungspakt, das geht noch nicht wegen dem Modifikator zu arrogant und ambitioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Zeit weggeht, aber derzeit gibt es, ihr seht es hier rechts, nahezu unmöglich, keinerlei Wahrscheinlichkeit, kaum Wahrscheinlichkeit, dass da jemals etwas angenommen wird. Wir werden also noch ein bisschen länger warten müssen. Während wir warten, stärken wir natürlich unsere Wirtschaft. Das haben wir bei den letzten Folgen schon getan und das geht jetzt auch weiter. Eine Sache, die mich nach wie vor ein bisschen umgibt oder umtriebig macht, ist das Verhältnis Sklaven zu Bürger. Das ist noch nicht im Idealbereich angekommen und das wird es von selber auch, glaube ich, nicht, weil wir ein geringes Sklaven, aber ein höheres Bevölkerungswachstum haben. Das heißt, die Spanne, die geht eher nach unten als nach oben. Das bedeutet für mich, es wäre eine gute Idee, an dieser Stelle mal zu schauen, ob wir Sklaven vielleicht einhandeln können. Und das geht in der Tat, und zwar könnten wir zum Beispiel mit Rom oder mit Sparta jeweils Sklaven einhandeln. Die würden das bieten und ich denke, der ideale Partner wäre hier tatsächlich Rom, weil wir die Beziehung dort noch weiter verstärken wollen. Mit Sparta haben wir ja schon einen riesen Handelsdeal, mit Rom noch einen relativ kleinen. Von daher werden wir das mal tun. Wir werden denen sagen, wir hätten gerne von euch Sklaven. 1 wäre, glaube ich, sogar schon mittelfristig okay. Sie hätten dafür gerne Eisen, Einfluss oder Holz. Eisen und Holz will ich ihnen eher nicht geben, weil ich finde, dass das doch ein bisschen zu viel des Guten ist. Dementsprechend werden wir ihnen mal Einfluss vorschlagen, weil Einfluss haben wir hier plus 5,5, wir haben schon 41,3, also hier einen Einfluss für einmal Sklaven einhandeln. Finde ich eigentlich eine gute Sache, ein geringes Überfallrisiko, geringer Handelsverlust, also das können wir ihnen als Vorschlag unterbreiten. Ich bin gespannt, ob sie das machen. Vielleicht wollen sie auch mehr haben dafür, für die eine Sklavengeschichte. Aber ich werde es ihnen mal so unterbreiten. Mal sehen, was daraus entsteht. So, dann habe ich überlegt, ich würde eigentlich gerne derzeit noch zusätzlich
Stein und Eisen einhandeln, wenn es eben möglich ist. Alles andere sieht super aus und wir hätten halt eine Menge Gold zum Beispiel abzugeben. Also machen wir uns mal auf die Suche. Wir handeln ja hier schon Kohle gegen Eisen gegen Wissen ein, 2 Stein, 2 Holz gegen 3 Kohle, 1 Wissen. Und wir handeln hier einen Einfluss gegen ein Eisen nochmal separat ein. Also hier, wir machen schon einiges, aber die Produktion ist immer noch nicht so glänzend, wie sie sein könnte. Wobei wir, glaube ich, ja Eisen jetzt auch demnächst nochmal verstärken, genau wie Kohleproduktion. Deswegen wäre ich bei Eisen einhandeln etwas zurückhaltender noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, dass wir dann tatsächlich nochmal versuchen, Steine zu erhöhen, also mehr Steine einzuhandeln. Wer bietet uns das an? Hellas? Hellas wollen wir natürlich nicht mithandeln, das ist irgendwie irr. Ansonsten bietet uns aber niemand, glaube ich, Steine an außer Hellas. Ja, Makedonien mit einem hohen Handelsverlust gegen Nahrung, Gold, Kohle. Wisst ihr was? Wir probieren das trotzdem mal. Makedonien ist ja eigentlich der Oberherrscher von Hellas, auch ein bisschen merkwürdig. Aber wir versuchen einfach mal 2 Steine einzuhandeln und bieten ihnen einfach mal konkret 2 Gold als Vorschlag an, denn wir haben hier plus 6,6. Da können wir ruhig mal 2 Gold als Gegenhandel vorschlagen. Mal sehen, ob das etwas wird. Dann habe ich mir überlegt, dass wir Selinos hier eigentlich in der Verteidigung noch stärken können. Unsere Einheit, das Heer von Amilcaris, hat sich bereits hier eingegraben. Deswegen kriegen die hier einen 40% Befestigungsbonus. Aber die Stadt könnte auch noch hier befestigt werden. Das Dorf Selinos. Und zwar könnten wir hier eine Einfriedung bauen. Die Stadt erhält extra Verteidigungspunkte. Die Verbesserung hat meistens einen positiven Einfluss auf allgemeine Moral der Einheiten dann. Das kostet 5 Stein, 5 Holz, 4,45 Eisen und 2 Gold. Das mit dem Eisen ist mir nicht recht, weil wir davon so wenig aktuell haben. Da machen wir erstmal hier die Verteidigungsverbesserung. Ich glaube, das ist eher machbar. Ja, machen wir das mal. In 3 Runden wird das dann entsprechend fertiggestellt. Ansonsten hatten wir gesehen, Römische Republik wird gegenüber den Samniten hier in Maloes erhöht, damit wir hier diesen Konflikt möglichst hier ein bisschen reduzieren, wenn das denn möglich ist zwischen diesen beiden Mächten. Genau, Hyrum ist aktuell im Aloes, das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen. Dann gab es einen Vorschlag in den Kommentaren, doch die Straße hier nach der Anbindung der Kohlemine bis nach Hippo weiterzubauen. Und ich denke, das werden wir tun und wir werden die Straße dann auch bis nach Karthago hier über die Brücken ziehen, sodass wir hier auch einen relativ schnellen Weg hierhin haben und hierhin haben und hierhin haben, sodass wir hier wirklich ein besseres Straßennetz bekommen. Hier wird bald die Eisenmine angebunden und dann werden wir gucken, dass wir dann mit dem Siedler, der hier noch im Bau ist in 3 Runden, hier noch Straßen bauen, die hier oben natürlich noch mit dem Straßennetz verknüpfen und hier irgendwo eine Stadt errichten, damit wir hier auch nochmal vom gesteigerten Wachstum profitieren. Und ich denke, der Siedler hier oben wird dann, wenn er Karthago hier endgültig angeknüpft hat, ja, könnte sich überlegen, ob er hier bei Taros was ausbaut oder eben hier auf Sizilien, wobei ich Sardinien erstmal vorziehen würde. Das ist so ganz grob der Plan. Ansonsten ist es das, glaube ich. Wir könnten meiner Meinung nach jetzt hier einmal die Runde beenden. Ja, machen wir das mal. Und dann schauen wir mal, wie das mit den Handelsverträgen jetzt ausgeht. Mit Militärverträgen hatte ich ja schon geguckt. Da ist aktuell noch nichts möglich gewesen, weil wir zu arrogant und ambitioniert eingeschätzt werden von den meisten Mächten, die wir eigentlich umgarnen wollen. Mal sehen, wie wir diesen Modifikator runterkriegen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da genau der Grund für ist, dass die uns als so arrogant und ambitioniert wahrnehmen. Vielleicht, weil wir schon so mächtig sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann sagen, naja, also das macht uns erstmal skeptisch. So, die Samniten bewegen Siedler hier in den Norden, nördlich von Rom. Was sie da machen, weiß ich nicht. Vielleicht versuchen die irgendwie die Städte auf ihre Seite zu bringen. Das wäre ja interessant. So, wir haben die neue Technologie.
Stadtverteidigung. Das heißt, wir können jetzt Kornspeicher erforschen und wir haben eine Verbesserung für die Einheiten namens Patriot. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt für eine neue Forschung entscheiden, die wir entweder teuer bezahlen könnten hier bei Konstruktion. Uff, das ist mir derzeit aber ein bisschen sehr teuer. Wir könnten auch versuchen, hier hinten nochmal... Na, seht, wir haben hier fast alles gebaut, Stadtverteidigung. Hier fehlen uns Ressourcen. Da brauchen wir... Was ist das Problem? Ah, Wissenspunkte haben wir zu wenig. Und Gold kostet das auch ein bisschen, aber das Problem sind die Wissenspunkte. Gut, dann können wir derzeit eigentlich nichts forschen. Und... Ah, guckt mal hier, Makedonien hat die Forderung modifiziert. Sie haben gesagt, wir geben euch zwar Stein gegen 2 Gold, aber nur einen Stein gegen 2 Gold. Uff, das ist ein teurer Handel. Finde ich aber noch okay, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir dringend hier Stein auch benötigen, wenn wir dem mal zustimmen. Und guckt mal hier, Makedonien will von selber angebotene Verträge machen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen tricky. Stadtsichtbarkeit, beidseitige Vertragsbindung, also Städte sind für uns gegenüber sichtbar. Und Feldsichtbarkeit. Naja, wir müssen uns ja mit Makedonien jetzt noch nicht gleich böse stellen. Das Problem wird nur sein, sobald wir gegen Hellas, gegen die Stadtstaaten vorgehen, werden wir auch entsprechend feindlich gegen Makedonien vorgehen müssen. Ich weiß nicht, ob es dann schwieriger ist, wenn wir bestehende Verträge mit ihnen haben. Ob wir dann... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das ist, aber ich glaube, wir können Hellas nur den Krieg erklären, wenn wir Makedonien direkt den Krieg erklären, weil wir Hellas selber nicht den Krieg erklären können, weil die Vasallenstaat sind. Glaube ich zumindest aus der Erinnerung heraus, ich weiß es aber nicht. Deswegen würde ich das eher ablehnen hier, weil das sind doch nicht unsere Freunde. Das wird die Beziehungen stark reduzieren, ja natürlich, aber dann wissen die schon mal gleich, woran sie sind und ich finde das trotzdem sehr sinnvoll. Thrakien möchte mit uns, ich glaube, erneut Frieden schließen. Und Thrakien... Ja, hat aber auch Krieg gegen Illyrien, Samniten und den Römern. Hellas und Makedonien finden wir zwar gut, dass die Krieg dagegen haben und auch gegen Skythien, aber... Gegen die Skythen, aber das hier ist schwierig, weil das belastet unsere Beziehung zu den Samniten und zu den Römern und den Illyrern. Das möchte ich nicht. Das werden wir nach wie vor nicht akzeptieren. Genau, die haben uns im Juli bereits Frieden angeboten. Wir haben ihn zurückgewiesen. Hatten die das nicht schon mal gemacht? Ah, der Vertrag zwischen Rom und Karthago wurde auch unterzeichnet. Wir geben einen Einfluss für einen Sklaven pro Runde. Sehr schön. So, die Samniten setzen sich für ihr Land ein. Nurzio, der Botschafter, ist immer noch dabei, sein Bestes zu tun, um seine Nation im besten Licht erstrahlen zu lassen und um unsere Meinung über sie zu verbessern. Wir sollten dies als ein Versprechen ihrer ehrlichen Bemühungen akzeptieren, unsere gegenseitigen Beziehungen zu verbessern. Ja, das ist ganz gut. Das freut uns. So, ich würde sagen, den General... könnten wir natürlich irgendwie versuchen, nochmal hier ein bisschen aufdecken zu lassen. Denn mit ihm haben wir ja die Fähigkeit, irgendwie hier Städte zu provozieren, um Aufstände zu provozieren. Das ist aber tricky, weil uns Feindeinheiten dann direkt angreifen können. Wir reiten mal hierhin für 2,5 Punkte. Und wir sehen, hier sind wieder diese dösigen... Hopliten. Die sind ziemlich stark. Ihr seht, die haben auf jeden Fall 4 Angriffsstärke. Und die würden uns gerne hier wieder wegklopfen. Von daher ist das nach wie vor leider ein No-No. Da müssen wir uns wieder zurückziehen. Gut, Handel haben wir jetzt initiiert. Das wird dann ab nächster Runde, denke ich mal, hier sich auch entsprechend niederschlagen bei uns. Gold haben wir immer noch ohne Ende hier. Auch Kohle ist jetzt ganz gut.
So, und unsere Siedler sind jetzt hier fertig. Und zwar an beiden Standorten. Haben die jetzt hier schon was verbessert? Eisenmine ist, glaube ich, von 1,1 auf 1,3 hochgegangen und hier die Kohlemine von 1,3, glaube ich, auf 1,6. Deswegen haben wir jetzt hier auch noch bessere Produktionswerte. Sehr schön. Und jetzt werden wir hier eine Route nach Hippo bauen. Das kostet uns wieder 3 Stein und 3 Holz. Holz haben wir jetzt schon ein bisschen mehr, aber Stein ist nach wie vor knapp. Aber trotzdem muss das gebaut werden hier. Da gibt es keine Diskussion. Hier könnte man jetzt wirklich überlegen, ob man erst die Straße baut oder ob man versucht hier. Eine Stadt zu gründen. Und wo? Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Das ist gar nicht so ein leichtes Thema. Ich glaube, hier können wir nicht, weil wir zu nah an Tener sind. Hier müsste man überall eigentlich eine Stadt bauen können. Ich werde sie mal hier auf die Waldflächen bauen. Aber ich werde die Straße danach erst bauen, weil mir ist das ein bisschen zu tricky. Wenn ich nachher die Stadt doch nicht dort bauen kann, habe ich Straßen da liegen, die ich nicht nutzen kann, ne? Wir marschieren mal hier hin. Genau, und jetzt können wir hier eine Stadt gründen in 2 Runden für 10 Holz, ein Gold, ein Stein. Das ist aber okay. Anfangserträge sind hier plus 5,1 Nahrung. Da haben wir ja eh schon so viel von. Wenn ich jetzt die Stadt zum Beispiel hierhin bauen würde, würde sich dann da was ändern. Das Doofe ist, ich muss jetzt meine Bewegungspunkte dafür ausgeben, um das zu testen. Aber ich glaube, um die eine Runde kommt es mir nicht so sehr an. Ich weiß nämlich nicht, ob hier bei der Stadtgründung einfach das Holz ignoriert wird, was hier eigentlich liegt. Ich gehe mal hier unten hin. Ja, und kann leider jetzt nichts mehr machen. Das ist jetzt schade. Ich kann also jetzt nicht nachschauen, was das mit der Stadtgründung jetzt eigentlich bewirken würde hier auf dem Feld. Das müssen wir nächste Runde machen. Okay, aber ich glaube, das ist sinnvoll, das trotzdem nachzuschauen. Okay, Leptis Magna baut noch 3 Runden an den Siedlern herum oder wird die dort errichten? Die Verbesserung Verteidigung in Selinos dauert noch 2 Runden. Und der andere Siedler baut die Straße. Okay, wir gucken dann nochmal in die Diplomatie, ob jetzt bei Sparta irgendwas möglich ist. Aber diese Arroganz und Ambitioniertheit, die kriegen wir hier, glaube ich, nach wie vor nicht weg. Man könnte mal gucken, ob man mit solchen leichten Sachen mal anfängt. Aber selbst da gilt es als nahezu unmöglich, dass das angenommen wird, weil es zu früh sei, solche Entscheidungen zu treffen nach wie vor. Ich mache mal das Angebot, was uns Makedonien gegenüber schon gestellt hat, werde ich trotzdem mal unterbreiten, weil ich jetzt einfach mal Klarheit haben will, ob die über ihren Schatten springen. Ich glaube aber eher nicht. Wir werden das mal anbieten bei Sparta. Ansonsten wird es ja überall, denke ich mal, ähnlich aussehen. Also auch bei den Samniten, die sind ja in Anführungsstrichen nur freundlich. Das ist übrigens auch so ein Faktor, den ich nicht einschätzen kann, was interne administrative Veränderungen genau machen. Wir haben gemeinsame Feinde, Anwesenheit des Botschafters. Also eigentlich müssten wir auch hier irgendwo. Aber das gilt auch als nahezu unmöglich wegen interner administrativer Veränderungen. Schlechter Zeitpunkt, um das hier zu machen. Und bei den Römern sind wir immerhin herzlich. Da haben wir jetzt ja zumindest diese Geschichten schon. Aber ich fürchte, dass auch hier nichts nötig ist. Wir können auch noch keinen neuen Vertrag machen. Wir haben ja auch gerade erst einen abgeschlossen mit den Römern. Aber halt keinen Waffenvertrag, ne? Also keinen Militärvertrag. Auch hier gibt es diese internen Veränderungen. Auch hier ist es angeblich nicht machbar. Ich probiere es trotzdem mal, ähnlich wie bei Sparta. Mal sehen, wenn sie darauf nicht reagieren, dann so be it. Dann ist das eben so. Hier sind wir bei 31%. Könnten wir eigentlich hier
eine neue Bireme bauen. Das sollten wir vielleicht langfristig sowieso tun. 12 Gold, 8 Holz hätten wir auch, 7 Eisen. Das ist allerdings schwierig, weil wir nicht mehr viel Eisen auf der Kante haben. Also so viel sollten wir dann doch nicht abziehen. Müssen wir, glaube ich, noch vertagen. Okay. Gebäudebau. Da gibt es ja nach wie vor die Option für den Tempel, der uns dauerhaft mehr Bevölkerungswachstum gibt. Das will ich aber, solange wir dieses ideale Verhältnis zwischen Sklaven und Bevölkerung nicht erreicht haben, eigentlich noch nicht machen. Zumal wir dann wieder unseren Steinvorrat so extrem runterziehen. Und viel mehr haben wir hier eigentlich nicht als Optionen bislang. Dann können wir die Runde wieder beenden. Bin mal gespannt, was mit unseren Vertragsangeboten ist. Ich vermute, sie werden einfach rundheraus abgelehnt, aber zumindest probieren wollte ich das mal. So, hier haben wir wieder unser Bosporos-Königreich und die Skythen, die hier Carlos Limen erobert hatten. So, wer taucht da bei unserer Stadt auf? Ich weiß es nicht. So, die Illyrer tauchen dort auf bei Hellas. Oho, und greifen eine hellenische Stadt an. Interessant. So, jetzt kommen die Römer und greifen eine samnitische Mine an. Ja, die versuchen da jetzt auch vorzurücken. Die Römer gehen jetzt in die Offensive. Allerdings werden sie jetzt hier angegriffen von den Samniten selbst. Weiß nicht, wie gut das ausgegangen ist. Oh, da haben sie noch eine zweite Einheit. Das könnte jetzt für die Römer schon gefährlich werden. Ja, sie verlieren ihre Nahkampfeinheit dort. Oh, das war für die Römer ziemlich peinlich. So, unser Siedler baut weiter Straßen, das ist klar. So, wir könnten jetzt technologisch hier ganz viel ausgeben. Das hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Aber sowas wie Drill Arena und Eilmarsch finde ich auch nicht schlecht. Aber auch dazu fehlen uns noch Wissenspunkte. Und das Ding hier drüben, das können wir halt nur freischalten, ne? Diese Konstruktion. Dann können wir ein Asklepion wohl bauen, wenn ich das richtig sehe, und Amphitheater. Aber das ist echt eine heftige Ausgabe, die will ich jetzt nicht machen, auch wenn er mir das vorschlägt. Wir können mit daher Frieden schließen, die sind irgendwo ganz weit im Nordosten. Ich glaube, haben wir daran Interesse? Guck mal hier, das ist diese ganz östliche Fraktion. Die sind im Verteidigungspakt mit den Persern. Haben aber Krieg mit den Römern, warum auch immer, und mit uns noch. Allerdings zum Beispiel nicht mit den Samniten oder mit den Illyrern. Ich weiß nicht, ob das sich direkt niederschlägt, wenn die so weit weg sind. Aber ich werde dem mal zustimmen. Es ist für uns sowieso viel zu weit weg, als dass es irgendwie Sinn macht, dauerhaft Krieg zu führen. Mal sehen, wie das die Landkarte verändert. Oh, die Änderungen der Verträge mit Sparta wurden akzeptiert? Aha. Okay. Das ist ja spannend. Das ist wirklich, wirklich spannend. Vielleicht sind die ja doch irgendwann einem Militärvertrag zugeneigt. Und auch Illyrien hat das akzeptiert, trotz der eigentlich anderen Anzeige. Da wüsste ich mal gerne, wie das sein kann. Gut, dass ich das mal ausprobiert habe. Scheint also doch irgendwie zu gehen. Aber wie hoch da jetzt wirklich die Wahrscheinlichkeit war, ist, glaube ich, völlig unfeststellbar. Man muss es einfach wohl mal probieren. Jetzt können wir natürlich Gesandte so schnell nicht wieder schicken. Ja, leider wurden haben Banditen die Händler angegriffen. Das heißt, 97% aller Güter mit Illyrien wurden hier angegriffen. Das ist richtig schlecht. Da haben wir unsere Schiffe auch wieder nicht geschickt, ne? Ich werde die jetzt mal hier wieder bewegen. Das ist unsere starke Trierenflotte hier. Ich weiß nicht, ob... Wie gesagt, ich habe nach wie vor keine Ahnung, inwiefern sich das auswirkt, dass die Banditen dort etwas machen, etwas abfangen können. So, ich will jetzt aber nochmal wissen, wie das hier mit dem Stadtbau ist. Also hier, Stadtbau, ja, guckt mal hier,
Wir bekommen zwar dann hier weniger Ertrag an Nahrung, aber mehr Ertrag, also überhaupt noch einen Holzertrag. Und ich finde das auf Dauer sehr, sehr wichtig, weil Nahrung ist bei uns eh nicht so schlecht vorhanden. Aber Holz wäre mir noch wichtiger. Wobei wir natürlich hier im Hinterland eigentlich auch noch was mitnehmen könnten. Hier sind immerhin Waldflächen. Vielleicht kann man hier eine Stadt hinbauen. Da würde man doch die Waldflächen auch noch mitnehmen. Hätte man zweimal 0,39, ne? Ja, ich glaube, das wäre dauerhaft besser. Werden wir da mal hinziehen. Und dann sagt er uns trotzdem... Ach so, ja, die Reichweite der Stadt am Anfang ist ja so klein, dass wir nur das hier mitnehmen. Aber auf Dauer würden wir noch das mitnehmen können. Ist zumindest meine Hoffnung, wenn die Stadt dann wächst. 2,6 plus 0,39. Dann lassen wir doch mal hier die Stadtgründung. Das finde ich tatsächlich eine... Doch, eine sehr, sehr gute Idee, muss ich sagen. Wir gründen eine Stadt. Name ist Takape oder ein Dorf vielmehr. Das begründen wir hier. Jetzt haben wir natürlich das Problem, unser Siedler ist dann weg. Das heißt also... Wir müssten dann hier noch einen Nomaden produzieren. Das kostet wieder Bevölkerung, die wir eigentlich nicht haben. Das heißt also, der Siedler hier kann eigentlich direkt die Straße nach Sabrata bauen, zum Steinbruch und dann direkt nach Takape und hier zur Eisenmine. Und dann haben wir hier auch einen besseren Eisendurchsatz, ne? So, die Schmiede ist auch in Reichweite der Eisenmine. Das ist sowieso schon mal gut. Ja, so langsam kommt der Plan zusammen hier. Okay. Gut. So, wir könnten mal gucken, ob wir mit Hyrum wieder was machen können. Mit Hyrum. Ob wir mit ihm wieder Lob preisen wollen für Einfluss und ein bisschen Forschungspunkte. Oder ob wir jemanden verleumden wollen. Ordnet eure Fraktion unter. Nee, das ist ja Quatsch. Wir sind ja hier freundlich. Ich guck mal, wie es diplomatisch aussieht aus Richtung der Samniten. Die führen ja hier, soweit ich weiß, Krieg mit Rom. Eine sehr, sehr schlechte Haltung natürlich dann dazu. Vielleicht kriegen wir das so weit hoch, dass die sich nicht mehr bekriegen. Das würde ich nach wie vor versuchen, hier in Angriff zu nehmen. Wie sieht denn die Affinität von Hyrum hier aus? Ist noch vernachlässigbar. Dann würde ich das noch einmal probieren. Die 8 Einfluss geben wir mal aus. Fraktion loben, Römische Republik. So. Voll des Lobes für Römische Republik. Na, die Einstellung ist wieder um 8% gestiegen. Hat das was an der Affinität gemacht? Nein. Ich würde sagen, dann werden wir nächste Runde mal versuchen, den Schauplatz zu wechseln mit ihm und einfach nach Rom zu ziehen. Und von dort aus dann dasselbe in Grün in die andere Richtung mal zu probieren. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Vielleicht kriegen wir die ja dauerhaft zu einem Frieden bewegt. Okay, das wär's erstmal, liebe Leute, für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir hier Karthago noch viel stärker aufstellen. Und hoffentlich hier auch in Selinus bald gut zumindest in der Verteidigung stehen, bevor wir hier kriegerisch irgendwie aktiv werden können. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.